Und herzlich willkommen zurück zu Serious Makers Tycoon. Ja, wir sind wieder in unserem kleinen, aber feinen Abstellkammerstudio mit der Besetzungscouch. Ja, ich denke, wir werden das Ganze hier noch ein bisschen weitermachen. Das ist Dr. Claude Crappy, das sind wir. Es gibt die ganze Zeit Taschengeld, deswegen steigt das hier auch. Und ich musste eben die Aufnahme dreimal neu anfangen, weil ich doof bin. Eventuell wundert ihr euch, ganz oft findet man das Spiel auch einfach nur als Serious Makers. Ist Jacke wie Hose. Ja, in der letzten Episode haben wir unsere schöne Once Upon a Time-Serie, eine mittelalterliche Kriegsserie, gestaltet und relativ erfolgreich an den Mann gebracht. Das Geld ist gar nicht so verkehrt. Wir machen jetzt aber gleich eine neue Serie, denn wir haben auch noch neue Sachen, die wir... Forschung. Thema erforschen. Uiuiuiui. Cyborgs, Doku, Musiker oder Drogen? Ich tendiere zu Drogen, gerade im Privaten, und entscheide mich aber für Musiker. Weil ich glaube, das wäre so eine Musiker, es gibt viele gute Musikerfilme, aber so eine gute Musikerserie? Wir erforschen mal. Und wir forschen, und wir forschen, und wir forschen. Und haben wir da was erforscht? Dr. Claude Crappy hat die Forschung an Musiker abgeschlossen. Ja, ich habe ganz viele Musiker hier auf die Besetzungscouch gebeten und die mussten sich kurz entkleiden und dann habe ich genau nachgeguckt, ne? Die große Hafenrundfahrt. So. Was können wir noch machen? Training. Was können wir denn? Nächste Skill-Level. Ja, das ist, Mitarbeitertraining ist noch, relativ. Was können wir denn noch machen? Können wir noch was machen? Oh, guck mal. Martial Arts, Krankenhaus, Pyramiden, Drogen. Nee. Ach komm, wir erforschen nochmal Drogen. Na, das sollte man hin und wieder mal tun. Warum liegt hier eigentlich ein Ei? Ach so, das soll die Maus sein. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit, eine neue Sendung zu kreieren. Neue Serie. Wähle das Setting. Farm, Weltall, Zukunft, Mittelalter, Historie oder Stadt. Wir müssen unbedingt Settings dann noch erforschen. Ich würde sagen, wir... Was machen wir? Wir machen eine Stadt und Musiker. Ausstrahlungsort, wir haben übrigens eine neue Lizenz erworben. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber wir haben sie. Schule. Ich glaube, das kommt in der Schule richtig gut an. So Musiker, die sind en vogue. Wie nennen wir? Stadt und Musiker. Oh, warte. Sound of the City. Oh, Produktion starten, danke. Wir befinden uns hier jetzt also in dieser Produktionsvorbereitung. Wir haben sehr langsame Hände. Ne, wir streicheln abwechselnd die Tastatur und den Tisch. So, Drehbuch. Wähle die Komponenten des Drehbuchs und die bearbeitenden Mitarbeiter. Beachte dabei deine Kombination aus Stadt und Musiker. Ich denke, sie muss relativ komplex sein. Und eine gute Portion Humor haben. Die Action ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Also so ein bisschen Action, ja. Vielleicht noch ein bisschen komplexer und ein bisschen lustiger. Probieren wir das doch mal mit diesen Werten. So, von meinem Gefühl. So, wen nehmen wir denn dafür? Den haben wir ja in Once Upon a Time. Ich probiere es jetzt mal mit Francis Overwood. Wegen der Intelligenz. Wir können ja noch Punkte verteilen. Der kriegt auf jeden Fall noch Humor reingeknallt. Der Francis, der wird, momentan haben wir noch keine Fehler großartig reingeschrieben. So, abschließen. 6 Forschungspunkte generiert und 1 Fame-Punkt. Neues Thema, neues Setting, Protagonist, großartige Kombo. Okay. Hier sind unsere persönlichen Level und wir kommen auf Level 2, oder? Ja! Veröffentlichung. So, jetzt können wir dem natürlich noch die Erfahrung so ein bisschen, ne? Der braucht mal ein Dingens und der braucht auf jeden Fall. So. Ich denke, das ist ganz gut. Mut braucht er nicht so viel. Ist ja ein weicher Charakter. Es geht los, Freunde. Oh, die Kritiker. Die Kritiker. Oh, 5,75. 6, 5, 6, 6. Das Team war gut. Die Handlung war super.
Der Regisseur Dr. Claude Crappy war schlecht. Arschloch. Die Kombination statt Musiker war klasse. Danke, andere. Der Serienbericht zur Serie Sound of the City kann nun von dir oder deinen Mitarbeitern erstellt werden. Und das machen wir. Ach so, kann gar nichts erstellt werden gerade. Jetzt kann was erstellt werden. Jo. Das generiert also auch nochmal Forschungspunkte. Während wir hier schon mal die ersten Zuschauer sehen. Es ging schon gut los. Eine sehr gute Kombination. Das haben wir schon gehört. Zeigt mir, was wir an Geld machen. Wir müssen Geld machen, Freunde. Wir brauchen unbedingt einen Hit. Das ist alles für den Beginn gar nicht schlecht, aber wir brauchen einen Hit, Freunde. Gott im Himmel. Komm schon. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal im K-Bereich, so von unserem Budget her. Dafür, dass wir da so mit 350 Kröten oder 300 Kröten angefangen haben, ist das doch gar nicht so schlecht. So, kommt jetzt hier noch irgendwas? Ich würde sagen, wir investieren gleich wieder in die Forschung. Das glaube ich ganz wichtig. Wir haben jetzt 14 Forschungspunkte, kostet uns 10 und 300, dann sind wir immer noch im Tausenderbereich, aber ich glaube Marketing. Jetzt ist es an der Zeit, in Marketing zu investieren. Yeah! Und dann dürften wir noch ein Thema erforschen können. Nein, können wir nicht, egal. Dann setzen wir uns hier gleich mal an... Guck mal, wir können uns die Serienhistorie angucken. Irgendwie. Pass mal auf. Nee, das ist noch zu früh. Ich hatte gerade einen Gedanken, aber das machen wir später. Wir schreiben eine neue Serie. Was sollten wir auch sonst tun? Ich bin dafür eine Weltall-Serie. Komm, wir machen Weltall. Wir machen das neue Star Trek. Machen wir Aliens oder Krieg? Wir machen Krieg. Weltall und Krieg kommt auch immer gut an. Natürlich in der Schule. Was soll's denn? Wir nennen es... Tale of... Of a Galaxy. Ich weiß, das wird eigentlich klein geschrieben, ebenso wie bei Sound of the City, aber es sieht irgendwie schöner aus, finde ich. Tale of a Galaxy, die Geschichte einer Galaxie. Unserer Galaxie. So stelle ich mir das vor. Wir starten die Produktion. Ding, 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 ding. Komm, mach keinen Fehler, Junge. Wir haben bis jetzt noch keinen Fehler gemacht. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Weil wir doof sind. Ich hasse mich. Entschuldigung, dass es ein bisschen übersteuert hat. Ganz wichtig, das wissen wir mittlerweile, ne? Durch den Krieg. Volle Möhre Action. Zack. Zack. Ich fand nämlich immer so Science-Fiction-Serien, fand ich immer relativ komplex. Aber vielleicht ein bisschen zurückschrauben. So. Wir machen es noch unwitziger. Der Einzige, der witzig sein darf in solchen Serien, ist Seth MacFarlane. Ja. So, okay. Wir schreiben das Drehbuch. Machen wir mal eben so. Tja, es gibt anscheinend nur zwei Schauspieler. Wir können Francis nehmen, der aber in Sound of City, of the City, mit seinem Humor und seiner überragenden Intelligenz Punkte gesammelt hat. Wir nehmen dafür Harvey. Diese Musik geht einem irgendwann voll auf den Sack. Egal. Abschließen. Neues Setting, großartige Kombo, perfekter Protagonist. Guck mal, da kriegen wir wieder Punkte für. Wir müssen langsam nämlich auch ein bisschen hochleveln. Ab in die Veröffentlichung. Oh, den können wir jetzt nicht mehr pushen. Schade. Na, sei es drum. Ab geht's. Och, ich bin so aufgeregt.
Kommt schon, Kritiker, macht mal was Gutes. Eine Bande von Idioten. Der Protagonist Harvey Lecter war super. Der Regisseur Dr. Claude Crappy war meh. Danke, Sebastian Stange. Ach nee, Sebastian Stange soll das sein. Okay, schon wieder das gleiche Thema, Krieg. Ja, vielleicht hätte ich Aliens nehmen sollen, weil ich glaube, die Handlung war super. Okay. Wir machen trotzdem einen Serienbericht. Ganz wichtig. Um halt Forschungspunkte zu generieren, natürlich. Und um wirklich mal eine Erkenntnis zu haben. Aber manchmal kommt das trotzdem bei den Zuschauern gut an, aber damit haben wir uns ein bisschen auf den Arsch gesetzt. Weltallkrieg ist eine perfekte Kombi. Für die Geschichte dieses Themas ist Action wichtig. Humor hingegen ist weniger wichtig. Das wussten wir auch vorher, würde ich mal sagen. Ja, das bricht uns so ein bisschen das Genick, Freunde. Verdammt. Ich will das hier nicht noch anzeigen lassen. Wir haben noch keine Fans. Das ist das Jahr 2 übrigens. Ich würde gerne mal das mit dem Marketing, weißt du, wie man das anwenden kann. Was haben wir denn hier Forschung? Danke, Taschengeld. Komm, wir machen jetzt hier mal Martial Arts. Wir machen jetzt eine Kampfsendung. Allerdings haben wir nicht so viele Protagonisten, ne? Ach ja. Das ist alles so ein bisschen mau gerade. Achso, ja, was mache ich denn da? Kann ich hier noch irgendwas machen? Training. Vielleicht sollte ich das echt mal aufbewahren, damit wir bessere Sachen machen. Warte mal, vielleicht. Komm, wir erforschen nochmal was. Wir erforschen nochmal ein Thema. Aber kein günstiges Thema. Komm, machen wir Samurai. Samurai! Okay. So, würde ich sagen. Kann ich hier noch irgendwas? Nee. Ist hier Merchandise, Mann. Danke, Taschengeld. Neue Serie. Wähle das Setting. Komm, wir machen mal Zukunft. Martial Arts und Zukunft. Nee, wir machen Zukunft mit Aliens. Nennen wir es Not the Earth. Okay, das muss jetzt aber ein Hit werden. Komm, forsche. Forsche, du kleiner Dr. Claude Crappy. Zukunft und Aliens. Muss wahrscheinlich mega komplex sein. Humor, eine Prise. Kell-Surprise, verstehst du? Und natürlich, komm, gut actionreich. Probieren wir mal. Wir geben jetzt Francis nochmal eine Chance. Oder? Nee, wir brauchen jemanden, der in dem Bereich. Komm schon, Harvey. Komm schon, Harvey. Okay, wir haben keinen Fehler gemacht. Ein paar Forschungs- und Fame-Punkte. Neues Thema, neues Setting. Großartige Kombo, perfekter Protagonist. Ja. Wir sind jetzt in Level 4. Yay. Wir veröffentlichen. Wir können 10 Punkte vergeben. Okay, wir erinnern uns. Der muss wirklich sehr intelligent spielen. Humor ist dabei nicht... Achso, kann ich nicht weiter abziehen. Sei mutig, Harvey. Sei mutig. Komm schon, das muss jetzt auch mal... Jawollo! Die beste Bewertung bislang. Der David, der Sebastian, der Jochen und der Andre. Die Handlung war mehr als okay. Das Team war okay.
Der Protagonist Harvey Lecter war toll. Die Kombination Zukunft Aliens war einfach atemberaubend. Zack. Geile Scheiße. So, machen wir hier einen Serienbericht. Und ich sehe, es spricht sich langsam rum mit den Zuschauern. Ah, Zukunft und Aliens ist eine perfekte Kombi. Habe ich mir gedacht. Los, gib mir mehr Zuschauer. Ich glaube, das längste, was wir bisher hatten, waren 5 oder 6 Wochen. Das siehst du immer hier an denen, ne? Ja, erste Woche, zweite, dritte, vierte, fünfte. Komm schon, gib mir mehr Money. Oh, wir sammeln ein bisschen Kohle, das gefällt mir. Not the Earth. Macht ganz gut Kohle. 2, 4, 6, 7. Woche schon. 8. Woche. Und wir haben wieder einen Zuwachs. Geil. 9. Woche. Komm schon, Baby. Hier mit mir. Und die 10. Woche. Aber jetzt die Serie tot. 2-2. Geil. Ich würde sagen, wir forschen. Ui. Wir machen eine Anwaltscomedy. Das wird perfekt. Und dafür nehmen wir Francis. Mhm. Gut. So machen wir das. Kann ich jetzt schon... Nein, wir haben immer noch... Ah ja, ich darf nicht so viel forschen jetzt. Ah, ich vergesse das immer, weil ich doof bin. Keine weiteren Protagonisten, okay. Warte mal. Achso, ja doch. Der HW ist natürlich auf dem aufsteigenden Ast, aber wir können nicht alles mit ihm besetzen. Und deswegen machen wir unsere neue Serie. Die machen wir jetzt noch. Die spielt in einer Stadt. Das Thema sind Anwälte. Ah, das können wir uns nicht leisten, ne? Warte mal, Lizenzkosten? 1000? Alter Schwede. Wir haben 2, 3. Oh, das ist so teuer. Wir setzen jetzt unser ganzes Geld in eine Comedy-Serie. Wow, ist das intelligent. Vielleicht knallen wir damit voll auf den Arsch. Law and Border könnten wir sie nennen. Alter, ich weiß es. Law Law Land. Alter. Oh. So. Okay. Wir dürfen uns jetzt keine Fehler erlauben. Komm schon, Claude. CC. Okay. Ganz wichtig. Stadt und Anwälte. Action gibt's mal quasi fast gar nicht. Sie kann ruhig ein bisschen komplex sein, aber sie soll verdammt witzig sein. Verdammt witzig. Mal gucken, ob das hinhaut. Wir schreiben das Drehbuch. Wir haben jetzt $89 auf der Bank. Wir nehmen dafür Francis Overwood. Ich vertraue Francis. Er ist die Mischung aus Humor und Intelligenz. Die wird's geben. Weil wir können, wenn ich... Oh, ein Fehler. 0 Fehler. Okay, haben wir noch korrigiert. Abschließen. So. Neues Thema. Großartige Kombo. Perfekter Protagonist. Das ist schon mal gut. Ja, wir können nämlich nichts mehr verteilen. Auf geht's. Oh, ich bin so aufgeregt, Freunde. Oh, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Doch, das ist okay. Das ist okay. Das Team war recht gut. Die Kombination statt Anwälte war perfekt. Der Protagonist Francis Overwood war super und der Regisseur Dr. Claude Crappy war annehmbar. Oh, danke, André. André Peschke, mein alter Freund. So, Serienbericht kann erstellt werden und zwar jetzt. Das machen wir auch sofort für Law Law Land. Es geht los. Erste Woche. Ja. Zweite Woche. Übrigens, Report abgeschlossen. Stadtanwält ist eine perfekte Kombi. Für die Geschichte dieses Themas ist Komplexität wichtig. Okay, das merken wir uns. Stadt und Anwalt gleich Komplexität. Wenn wir nochmal eine Anwaltsserie machen...
Woche. Dann merken wir uns das. Vierte Woche. Fünfte Woche. Jetzt haben wir die Produktionskosten fast wieder drin. In der sechsten Woche. Ja, wir haben die also wir haben das Geld wieder drin und machen sogar ein kleines bisschen Plus. Oh, leck mich doch am Arsch. Wir haben, geil, und wir haben, guck mal, wir haben unsere ersten drei Fans. Acht Wochen. Gut. Geil. Freunde. Ach, herrlich. Ach komm, scheiß drauf. Eine Serie machen wir gleich noch. In dieser Folge. Training ist also immer noch nicht für uns verfügbar. Wir brauchen 15. Also schreiben wir von einer neuen Serie verflucht noch eins. Worauf haben wir denn mal Bock? Weil das Thema muss ich immer zuerst wählen, glaube ich. Komm, wir machen eine Martial Arts Serie. Eine historische Martial Arts Serie, oder? Ja. So. Wieder für die Videothek. Serie Nummer 6, genau. Nein, wir nennen sie Nein, es wird in China spielen. Oh, das war übrigens mein Hund, der sich ganz heftig geschüttelt hat. Doch, wir nennen sie Chinese Knights. Und ja, ich meine die Nächte, nicht die Ritter, sonst hätte ich da ein K vorgesetzt. Chinese Knights. Ist eine Serie über ein, so ein bisschen wie in Last Samurai, weißt du? So ein Europäer. Historie und Martial Arts, die knallen wir voll mit Action, ganz guten Schuss und Humor ist zweitrangig. Wir schreiben das Drehbuch, Freunde. Wir müssen gleich mal gucken, wen wir da dann besetzen. Ah, können wir eigentlich nur Harvey nehmen, oder? Harvey. Wir nehmen Harvey. Wir brauchen unbedingt neue Protagonisten. Ja, macht doch schon keinen Spaß mehr. So, abschließen. Lalalala. So, neues Thema, neues Setting, perfekter Protagonist. Yeah, Level of Deke. Hier nicht ganz. Oh. Alles klar. Kann ich das hier noch... Nee, das kann ich nicht irgendwie... Okay, auf geht's. Kommt schon, wir brauchen mal gute Kritiken, Mann. Boah, ist okay. Die Kombination Historie, Martial Arts war suboptimal. Der Regisseur Dr. Claude Crappy war cool. Die Handlung war gut und der Protagonist war perfekt. Alles klar. Sehen wir Bericht. Nebenbei mal so ein bisschen und dann... gehen wir in der nächsten Episode dann mal ins Training. Gucken jetzt natürlich noch, was uns das an Geld bringt. 2,7 hatten wir vor der Produktion. Ah, ist eine schlechte Kombi, aber immerhin lagen wir mit der Action. Lagen wir richtig. Uns fehlen immer noch 2 Forschungspunkte. Leck mich doch. Hey, wir haben die Produktionskosten eingespielt. Hui, und Taschengeld gekriegt. Voll gut. Ja, also wir verkaufen ja diese Sendekonzepte, ne? Das ist halt so unser Nebenjob. Manche gehen Zeitung austragen, manche arbeiten in der Eisdiele. Wir schreiben Blockbuster. Hm. Ah, wir generieren keine Fans dazu. Nämlich. Doch, ein Fan. Hey. Voll gut. Kommt noch was, oder? Chinese Knights ist fertiggestellt. Ja, Freunde. Damit bedanke ich mich ganz recht herzlich, während hier noch das Taschengeld eintrudelt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das macht mir echt Spaß. Ich hoffe, euch auch. Gucken wir mal, wie das hier weitergeht, ne? Bis dahin, euer Dr. Crappy, der von sich selbst in der dritten Person spricht, sagt liebend gerne auf ein Wiedersehen, auf das er hofft, und sagt vor allen Dingen bis bald und ciao.